Fuck, Erkan ist da voll kacke. Weder schnell, noch hoch am Springen, noch besonders viele Leben. so, Christian, Die sind alle kacke, die ich wir wäre jetzt haben. an deiner Hütte. In welche Richtung muss ich gehen? Ja, ohne die Karte findest du das nicht. Nein, zu Nein, euch. der will das doch. Will das doch. Da sind Ach, wir dann zu stehen. uns. Von Muss. Christian Warte, aus nach ich glaube, ich sehe Ost. da so eine Holzbrücke. Ja, genau, so eine Diagonale. Also müssen wir die Reise vorbereiten und ich würde sagen, wir würden die mit den Pferden. Na gut, mit den Pferden ist es teilweise gut, aber das Problem ist, wenn. Na gut, wir können auch mal wieder Brücken bauen, ne? Ich habe jetzt irgendwie. Ich weiß auch, zwei. Ja, Wir könnten ständig. theoretisch auch durch den Nether reisen. Durch den Nether reisen. Ja, es können halt wirklich 10.000 Blöcke sein, ne? Wie kürzen wir das durch den Nether ab? Weil ein Block im Nether, 8 Blöcke in der Overworld sind. Ja, aber wie willst du denn, willst du im Nether dann ein Tor bauen oder was? Genau. Und was sagt uns das, dass wir dann genau da spawnen dann, wo wir das. Sagt uns nicht, aber wir können uns dann immer annähern. Ja, Verstehst okay. du? Wir Ja, gehen ja. einfach 1000 Blöcke in eine Richtung und dann machen wir das Portal. Dann gucken wir, wo wir als nächstes hin müssen. Aber die meinten es auch sowas, das würde das Nether-System irgendwie durcheinander bringen. Inwiefern? Christian wollte ein Nether-Portal bei sich zu Hause bauen. Und dann meinten die irgendwie, nee, das ist irgendwie komisch dann. Wer Dass meinte das? keine dass Ahnung. man dann irgendwie. Wer auch immer das gesagt hat, hat wahrscheinlich Scheiße gelabert. Ja, wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, er hat selber bei sich ein Portal stehen und hat keinen Bock, dass er dann nicht mehr dahin kommt. Sondern irgendwo anders landet. Das ist meine Ja, also es Theorie. kann passieren, dass man in einem anderen Portal landet als in dem, wo man reingegangen ist, aber das passiert nicht, wenn man seine Portale vernünftig setzt. Wie setzt man die denn vernünftig? Man muss halt die Koordinaten berechnen. Ach du Scheiße. Was? Hä? Wie jetzt? Jetzt kann Einfach ich. seine Koordinaten mit 8 multiplizieren. Nein, Ja, aber wie, nicht. wenn ich was mache, Wie? muss ich das berechnen? Wann muss ich das berechnen, diese Ja, wenn du Formel? mehrere Portale hast und willst, dass du immer richtig verbunden wirst. Wie verbindet man die? Das habe ich jetzt irgendwie nicht ganz verstanden. Also kommst halt immer an dem Portal am nächsten bei den Koordinaten raus. Ach so, also. Hä? So, jetzt bin ich raus. Jetzt habe ich es nicht verstanden. Ist egal. Wie ist jetzt der Stand? Was wird jetzt hier gemacht? Wir gehen jetzt gleich auf Mission. Gleich oder wollen wir uns erstmal alle ein Pferd? Oder gehen wir zu Fuß? Ich würde sagen, zu Fuß, so schnell kriegen wir alle kein Pferd. Ich muss sowieso noch ein paar Kartoffeln backen. Hast du das andere Dorf schon gefunden, Mario? Ja, nee, ich hab das Dorf nicht gefunden, aber ich habe euch entgegenkommen sehen. Ich muss dann jetzt nicht unbedingt zum Dorf hinrennen. Hey Mario, du hast keinen Kopf. Ja, ich Also weiß. kein Stoppschuss. Ich brauche mir gerade ein paar Kartoffeln noch, ne? Also mal, Okay. die habe ich von mir mitgebracht, die Kartoffeln. Ich habe selber, also gut, ich habe nur 5 Kartoffeln halt in meiner Kiste, aber die habe ich noch nicht angebaut. Also Achso. das wäre schon nicht cool, wenn du die nicht nehmen würdest. Ne? Also, Ja, gut. von mir halt. Ja, klar. Ey, jetzt eigentlich voll blöd, dass ich jetzt so einen Bogen mit Flamme habe, weil ich möchte rohes Hühnerfleisch. Ja, ich habe ja nur zwei Freunde. Warte mal, ich kann doch einen normalen Bogen nehmen. Den halt nicht auf Flamme verzaubern. Ich hab noch irgendwo einen normalen Bogen.
Bogen, Bogen, Bogen. 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 So. Ich nehme schon wieder seit 2 Stunden auf. Christian, Baby-Zombie, links. Stirb! Stirb! Du brauchst noch. Du machst doch schon. So. Gehe ich kurz an und versuche auf meinem Bogen irgendwie richtig stark zu machen. Das heißt, du bist wieder im Dorf. Ja, bei Michi halt erstmal. Ne, bei Michi. Achso. So zu den stark zu machen. Damit ich dann ganz viele Hühner umbringen kann, damit ich. Also ich will jetzt nicht mit meinem Flammenbogen machen. Soll ich die Hühner töten? Ich habe ein Sweeping Edge Schwert. Nein, nein, ich wollte das eigentlich mit meinem Bogen machen. Ich habe Splash Damage mit meinem Schwert. Damage? Splash Damage. Wie heißt das auf Deutsch? Lächenangriff. Ich treffe mehrere Ziele gleichzeitig. Kann man aber generell, das macht man immer mit seinem Bo und mit seinem Schwert. Ja, aber nur ein Herz. Ich habe ein Enchantment, dass ich 90% des Schadens überall mache. Ah. Ja, das mache ich mit meinem auf. Ich will das auch verzaubern. Guck mal, ob ich diese Verzauberung hinkriege. Da habe ich halt kein Sharpness drauf, was irgendwie blöd ist, aber egal. Hallo Mario. Wo treffen wir uns eigentlich nachher? Vielleicht irgendwie bei Michi oder sowas, weiß ich. Oder beim Bahnhof. Oder beim Bahnhof, ja. Aber wir lassen uns Zeit, wir machen. Jetzt nicht hasseln. Oh, oh, oh. Tötet nicht mein Pferd. Tötet nicht mein Pferd. Ja, ist nur die Frage, was jetzt hier abgeht, weil wirklich viel kann ich ja jetzt an Vorbereitung nicht machen. Vielleicht deine Rüstung reparieren. Ja. Du hast keinen Helm. Mal gucken, ob ich Eisen dafür habe. Der Helm. Dann hättest du bei mir bleiben können und noch ein bisschen Eisen dir ausleihen können. Schwimme in Eisen. Momentan. Momentan. Kann sich alles wieder ändern. Eisen. So mache ich aber dann kein. Ich mache kein Diamantschwert, dann mache ich aber. Wenn es denn. Ich mache dann nur einen Hühnertöter. Den mache ich dann aus Eisen. Der Töter. Mal 4 Schwerter so nutzen. So, Schwert habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Ein bisschen zu essen habe ich. Rüste habe ich auch neu. Ja, also Transportmittel funktioniert halt bei mir jetzt nicht, ne? Ja, aber bei Stefan habe ich auch nicht. Deswegen laufen wir zu Fuß. Okay. Aber wir müssen jetzt nicht sofort machen, wir können ja kurz auf mich warten. Ja, ich bin gerade auch noch beim Vorbereiten, also. Au. Ein paar Pfeile habe ich jetzt auch. Ich weiß gar nicht, hab ich noch irgendwo Pfeile? Noch 10, ey, Gott, wie die Zeit vergeht. Also, wir können auch wieder so lang spielen, wie wir wollen hier heute. Also. Ich hab ja keine Federn, also scheiß auf Pfeile. Ich kann dir auch Federn, beziehungsweise generell auch Pfeile sponsern. Das wäre cool, wenn du nachher welche mitbringen kannst. Eine Sache, kann ich vorher noch diese Journey Map installieren? Klar, klar. Dann sehe ich das nämlich auch mal. Okay, mache ich jetzt mal.
Aber heißt das Schwungkraft? Vielleicht? Kann sein. Ich kenne die deutschen Begriffe alle nicht. Was ist nochmal Nemesis der Gliederfüßer gegen dann gegen Spinnen, ne? Ja, würde ich dir nicht empfehlen. Das ist jetzt halt da drauf, aber ist mir egal, weil ich. Das ist eh nur für. Das Schwert ist eh nur für. Die Hühner. Ich brauche einen Hühner-Twitter. Deswegen sind mir die Level jetzt gerade ein bisschen egal. Ich crafte gerade noch öfter meinen Bogen, halt Unendlichkeit. Also ich habe einen Bogen, Stärke 2 unendlich und ein Schwert. Kann ich mit beiden dann die Hühner töten. Je nachdem, was mir halt gerade so. Wonach mir gerade so die Lust ist. So. Ich bin bereit. Ganz Spruch. Aber ihr nicht. Nee. Auch noch 3 Minuten oder so. Aber du wolltest noch Pfeile haben, ne? Ja. Achso, ich. Das mal auch grad. Was ist mit dem der Muckpfanne da unten? Da ist die. Ja, die, da, aber da muss ich gerade mal dran, weil ich brauche ein bisschen XP. Warte, bist du gerade schon unten? Ich? Ja, bist du in der Mobfarm drin? Über dir. Hallo. Hallo. Ich bin oben. Kannst auch runter. Ja, ne, ich brauche ja kein Nix da unten jetzt. Ja, aber ich dachte, wolltest du das mal angucken? Ich war da ja schon mal. Ich hätte mir da 10 Level gefarmt. Hast du denn auch schon meine Dings gesehen? Meine Kreation? Deine was? Ich habe schon meine Kreation gesehen von der Fischhöhle. Fischhöhle? Ja, meine Fischhöhle. Achso, nee. Geht jetzt was. Stimmt, ich brauche eine Angel. Vielleicht kann ich auch einen Sattel da rauskriegen. Da unten sind nämlich auch Angeln. 3 Angeln habe ich da. Ich komme wieder zurück. Ich probiere mal mit dem Sattel. Habe ich auch nicht so. Vielleicht kriege ich jetzt sogar 2 Sattel. Oh. So, Chris, du musst mir nur sagen, wo das ist. Was? Ich bin auf Weg nach unten. Ich dachte, du weißt, wo der Mobspawner ist. Ja, der Mobspawner, aber dein... Die ist direkt daneben, okay. Direkt daneben. Damit man, wenn man angelt, spawnen hier schöne Mobs. Das war die Idee. Weißt du, du angelst, in der Zwischenzeit spawnen hier Mobs. So, theoretisch sollte das bei mir jetzt funktionieren. Mal gucken, ob er alles richtig macht. Machen, ne? Kannst du schön angeln und dann, wenn du mit Angeln fertig bist, dann schön ganz viele Mobs töten. Boah, ich warte einfach mal, bis ihr soweit seid hier. Vielleicht habe ich ja echt Glück und krieg 2 Sattel. Okay, ich habe so eine Map. Okay. Was sind denn diese roten Punkte da? Das sind Monster. Okay. Und der speichert dann auch alles, was man erkundet hat? Ja. Okay. Ja, cool. User was moved out of your channel. Ja, warum kann ich gerade den Amboss nicht nutzen, für Sachen zusammenzutun? Ist er zu weit beschädigt? Oder geht dann einfach kaputt? Nee, das machst du, bis er kaputt ist. Aber ich kann gerade. Da steht jetzt so ein großes. Ah, jetzt geht's aber. Gerade eben nicht. Aber das ist wahrscheinlich so. Jetzt... Nein, ich brauche 3 weitere Level. Nein, ich geh nochmal runter. Oh, hier dürfte ja genug sein. Ah, Gott, ist das nervig. Ich habe nämlich gerade eben das Schwert da so hingestellt, dann ging X das gar nicht ging. Vielleicht war es einfach das Level, das man dafür braucht, so hoch, das ist einfach. Boah. Da habe ich die Schwert nämlich einfach umgestellt, einfach umgeswitcht und dann ging es.
aber dann brauche ich halt zu laut hier rum. Ja, das ist ein bisschen halt nervig. Aber kümmere dich mal bitte drum. Bist du jetzt jetzt achte mal drauf. Alter. Wie sich das anhört, ne? Du wurdest geschlagen. Ich war zu nah dran. Das ist krass, ne? Und schon was gefangen? Ja. Zwei Fische und ein Dings. Raw Salmon. Fisch, glaube ich. Hast du das auch alles auf Englisch? Ja, ich kann es nicht umstellen. Sobald ich auf Deutsch kriege, stürzt mir das Spiel ab. Was? Ja. Deutsch ist zu anspruchsvoll. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und es geht hier hoch. Lalalala. Also ich bin bereit, Christian, glaube ich auch, ne? Ich bin fast bereit, ich will noch kurz meine Rüstung verzaubern. Das mache ich nicht. Aber ich kann nicht genügend Level. Hey, Lederstiefel. Aber ich find's cool, wie die auch die Angel anpeilen wie die Fische. Als wenn es leben würde. Sehr faszinierend für die Aufnahme. Okay, der Amboss ist kaputt. Ich komme gleich nochmal wieder und bringe noch einen Amboss. Will ich noch dazu vor ein bisschen was essen? Hi. Hi. Willst du deine Rüstung nicht verzaubern? Keine Level, ich habe so hab jetzt ein Level. Dann kannst du ein Rüstungsstück verzaubern. Theoretisch, wenn es gehen würde, Leute, würde ich mich, würde ich kurz nach unten gehen, wir müssen was zu Epson machen. Gleichzeitig dann, also vielleicht neben dem Mobspawner, zum Mobspawner gehen, was essen, dann kurz kommen, kurz Essen einsammeln, also ganz die Mobs töten, das, die Level einsammeln, meine Rüstung verzaubern und dann können wir losgehen. Also gut, noch so eine halbe Stunde. Ja, zum Mobspawner will ich jetzt nicht mehr gehen, ne? Das dauert zu lange. Oder meinst du jetzt, echt essen oder hier essen? Echt essen, mein ich, echt essen. Ach echt? Ja. Oh Gott. Ja, nicht, ich nehme kurz ein Brötchen auf die Hand, quasi, das nur ein paar Minuten dauert. Aber nur ein paar Minuten. Ich soll gerade noch eine Kiste machen. Ich hab viel zu viel Fisch, aber kein Glück mit Satteln. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Mobspawner zu deaktivieren? Kannst Fackel nebensetzen, aber ansonsten. Du kannst, ich kann jetzt auch woanders hin tun. Ich kann eine neue Fischhöhle machen. Nee, nur so. Jetzt mal. Nein, den deaktivieren wir nicht. Weil das ist eigentlich die Idee. Wenn du angelst. Ja, klar. Gleichzeitig. Nur ich bin jetzt nicht auf Punkte aus. Und jetzt ist das so laut hier. Deswegen setzen wir die dann woanders. Dann machen wir noch eine weitere. Höhle. Okay. Jo. Durch. Theoretisch müssen wir eine in der Stadt bauen. Theoretisch. Das ist ein Angelladen. Alter, das geht. Das ist zu krass, Alter. Warum ist da ein Huhn drin? Da wo zu spawnen die deutschen Kinder, ne? Weil die kleinen Kinder mal gerne auf Hühnern reiten. Bist du gerade beim Mobspawner? Jo. Wie lange braucht ihr denn das noch? Also ich wollte vielleicht 5 Minuten was zu essen machen, also... Minuten bräuchte ich was zum Essen machen und... Ich müsste auch noch was zu essen machen, aber das wäre dann Pizza. Ja,
Das dauert schon wirklich lange. Ja, seht ihr, ich hab vorgesorgt, ich war eben schon essen. Und habt ihr noch alle gemeckert, ne? Ihr hieltet das für eine schlechte Idee. Und jetzt seid ihr hier hungrig und müsst euch entscheiden, ob ihr jetzt esst oder spielt. Tja, so ist das. Deine Jedi-Tricks musst du nicht von mir. Könntest du allerdings auch ein Müsli machen. Aber wir haben es ja nicht eilig, ne? Wir müssen jetzt nicht so ein, fünf Minuten müssen doch. Wir los. Wieso? Ja, nee, keine Ahnung, aber trotzdem habe ich jetzt keinen Bock, noch schön lange auf euch zu warten. Ja, ich brauche auch nicht eine Stunde. Übrigens, ich habe die Karte, also. Stimmt. Oh, das könnte in einem Kampf enden. Jetzt wird in einem Kampf enden. Nein. Und auch nie. Zeig's mir die Karte nachher mal, dann kann ich es mir da auch noch sehen. Ja, ja, okay. Aber, aber du brauchst auch noch Pfeile, ne? Also, ja. Wir hatten hier schon wieder einen halben Baum dagelassen. Ist das ein Bahnhofsnähe? Ja. Clemens. Wollte diesen Restbaum. Kann ich ja überhaupt nicht wollte leiden. Diesen Restbaum eigentlich abfackeln, aber naja. Ja, es brennt nix. Warum ist das Feuer eigentlich deaktiviert? Das ist doch total dämlich. Ja, wegen Blitz und Flächenbrand und sowas. Ist doch Quatsch. Kommt drauf an. Das ist Quatsch. Wenn es im Dschungel wäre, dann hättest du eine richtige Arschkarte. Ja. Also wenn der Blitz einschlägt, dann wird das Feuer ja sofort wieder durch den Regen gelöscht. Stefan, und dein Jedi-Trick funktioniert nicht bei uns. Und wenn er seitlich einschlägt? Kann er nicht. Doch. soll ich eigentlich noch Betten für uns herstellen? So portable Betten? Brauchen wir eigentlich nicht, oder? Also ein in der Nacht wäre es ein bisschen blöd, oder ein Bett, das heißt, dann gehen die anderen beiden raus, der andere schläft. Nein. Also nein, gar kein Bett? Wir laufen einfach durch die Nacht. Was habe ich denn hier bekommen? LOL, Namenstag habe ich bekommen. Namenstag. Achso, Namensschild. Ja, da habe ich gerade geangelt. Ist ja geil, was wir hier so. Irgendwie ist die Welt bei mir ziemlich verbuggt. Ich sehe teilweise nichts. Ich glaube, das ist normal, je nachdem welcher Höhenlage du bist und so weiter. Ja, ja, das ist klar, aber ich bin hier gerade in einem Bereich und der ist nicht sichtbar. Okay. Komisch. Ja, du wolltest Pfeile haben. Die habe ich wieder fast vergessen. Ich suche mich noch beim Lager. Stack Pfeile würde reichen, ne? Ja. Ich würde auch noch ein paar nehmen. Ich habe nur ein halbes Stack. Okay, ich mache noch ein paar. Ich stelle noch ein paar her. Wenn ich genügend Flints habe. Ich habe. Okay, 5 Flints. Ich nehme auf alle Pfeile, die ich habe, und ich habe nämlich nicht so viele. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir einen zu großen Aufwand betreiben. Das kann sein. Wahrscheinlich werden wir da sowieso wieder nur durchwaschen. Gar keine Vorstellung, was das dann für ein Haus ist. Vielleicht finden wir aber zwischendurch noch ein paar Tempel, das wäre doch lustig. Vielleicht. Mehr Tempel so zwischendurch, also das finden wir mehr als dann in der eigentlichen Karte.
Ich gehe mal kurz Müsli machen. Ja, ich gehe dann, dann runter. Ich werde so lange erstmal die Aufnahme pausieren. Ja. Ist eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse.